Hi Leute, alles klar bei euch? Hier sind wir wieder bei dem Kanal von BigWimbo. Genau, und wir sind immer noch hier unterwegs bei Resident Evil und ich habe jetzt nochmal nachgezählt. Es ist tatsächlich schon die 15. Ausgabe, die wir hier haben. Und genau, beim letzten Mal, wenn ihr meine Videos verfolgt habt, haben wir ja diesen Alligator hier platt gemacht. Das war ja auch so ein bisschen eine schwere Geburt. Und ja, jetzt sind wir hier mit der Erde hier irgendwo anders hingeklettert. Habe ich hier jetzt zur Sicherheit beim letzten Mal nochmal gespeichert hier an der Stelle. Ja, jetzt sage ich einfach mal Munition nachladen. Die anderen Sachen habt ihr ja auch schon gesehen. Wir sind vom Polizeirevier weg. Wir sind hier jetzt weit entfernt von dem Revier. Aber wir haben immer noch nicht alle Türen dort geöffnet. Herzschlüssel fehlt noch, glaube ich. Ja, wir gucken mal, was jetzt passiert. Zweifelsohne will ins Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Da ist sie ja. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Ah. Stopp! Hey, ah. Sie kriegen das G-Virus nie! G-Virus? Aha. Wie überraschend für eine Forscherin. Leon! Kümmere dich nicht um mich. Geh! Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ja. Schnapp sie. Die ist aber weg. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Hat sie mal ihren hübschen Mantel ausgezogen? Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Ach, jetzt bin ich die Annette, oder was? Sehr interessant. Und der Leon macht mal ein kleines Nickerchen. Naja, gut, das hat er sich eigentlich verdient. So viel Stress, was der Junge hat in letzter Zeit. Ja, die Perspektive schaue ich mir aber gerne an hier. Naja, gut, okay. Wir spielen jetzt hier. Ich bin nicht die Annette, ich bin die Ada. Wir spielen jetzt hier die Ada. Und, was ist denn das? EMF-Visualizer. Nutzen Sie den EMF-Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. 2 Haken. Okay. Habe ich ja noch nie gemacht. Zeit für die Spezialwaffe. Wo denn aber? Aha. So einfach geht es. Hier können wir aber gar nicht hoch. Jetzt können wir aber hoch. Oder können wir auch nicht hoch? Ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt hier eingeschaltet haben. Aber dann lassen wir das eingeschaltet. Gut, nebenbei mal nochmal wechseln in die andere Pistole. Haben wir ja auch diesen Visualizer. Oder was? Also hier ist jetzt nichts, oder was?
Gut. Das ist hier die Frage, ja, was haben wir denn jetzt hier gemacht? Also ich meine, kann sie da hochklettern oder nicht? Denn hier mit diesem Fahrstuhl? Nix oder was? Da oben ist doch was. Also irgendwas stimmt hier nicht. Vorhin konnte man doch hier irgendwie noch die Leiter hoch. Jetzt geht hier gar nichts. Ja, schön. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Jetzt gehen wir an das Bauteil oder was? Das muss man ja auch erstmal herausfinden. Nichts leichter als das. Das stimmt. War ja leicht irritierend mit diesem Fahrstuhl da vorne an der Ecke. Ich habe eher gedacht. Sieht ja lecker aus hier. Ja, das. So, jetzt brauchen wir den wieder. Ja. Okay. Oh Mann. Glaube ich ja wohl nicht. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Okay. Wo zur Hölle sind wir jetzt hier?
Fahrstuhl? War das nicht? War das? Okay, gut. Wir haben den Raum noch nicht erkundet. Es gibt hier auch nichts weiter zu holen, so wie ich das sehe. Aber die Tür ist rot hier, oder? Sehe ich das falsch? Die Tür ist rot. Ist der wieder aufgestanden, oder? Warum das jetzt hier? Warum das jetzt, ey? Ich habe keine Munition mehr. Glaube ich ja wohl nicht, ey. Was machen wir jetzt? Ja, mit dem Weg ist nicht. Oh. Ja, wie kriegst du die Tür auf? Leiter hoch oder was? Was soll denn das jetzt hier, ey? Keine Munition, nix. Kein Messer. Kein gar nichts. Hier der Typ hier. Das war's. Also das haben wir blöd gemacht hier. Das ist ja total blöd. Das ist ja richtig blöd. Brauch keine Hilfe, ich brauche nur mehr Patronen. Schick mich mit 6 Patronen da irgendwo zu so einem Zombie, ey. Und ich komme nicht aus dem Raum raus. Was soll das denn sein, ey? Ist ja echt nicht zu glauben. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Wo sind wir jetzt hier schon wieder? Wieder an der Stelle oder was? Okay, das haben wir erledigt. Zeit für die Spezialwaffe. Nichts leichter als das. Neun Patronen habe ich. Die müssen also alle sitzen. Was haben wir denn hier noch? Ein Patron. Gleich mal daneben geschossen. Nochmal daneben geschossen. Nein, ey! Jetzt habe ich noch 2 Patronen.
das haben wir schon gelesen. Was ist denn das hier für ein Gerät? Kann man das einschalten? Nee, ey, leck mich am Arsch, ey, echt. Wo ist er jetzt wieder? Na, das darf doch nicht wahr sein hier, ey. Wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Aha. Hey, ich hab was herausgefunden. Oh, hau doch ab. Irgendwie muss diese Tür geöffnet werden. Nicht zu fassen, ey. Es ist nicht zu fassen. Ist sie grün? Nee, ist sie nicht. Ich glaub's nicht, ey. Nicht zu fassen, ey. Geht es jetzt so die ganze Zeit weiter, oder was? Ja, ein grünes Kraut oder sowas wäre eigentlich auch mal nicht schlecht hier abzustellen, ne? Platzen lassen, ey. Hat sich mal gelohnt. Ja, wo geht denn das jetzt hier lang? Kein grünes Kraut, nix, ey. Hier ist eine Leiter. Ich sehe hier auch kaum was, ey. Es leuchtet gerade wie blöd die Sonne hier rein. Da ist ja noch einer, ey. Yeah.
Warte mal, Leute. Oh, die Sonne leuchtet mir. Die Sonne leuchtet mir hier rein, ich sehe gar nichts hier. So. Die Tür muss hier auch geöffnet werden. Ja, die muss grün werden. Ja, wo willst du denn grün? Da oder was? Nee, da nicht. Kurz vom Ziel. Also es ist hier schon, man muss ja schon sagen, es ist hier schon ein bisschen was anderes, ne? Hier, wir sind hier jetzt nicht mehr hier auf der Polizeistation, es ist hier auf jeden Fall jetzt irgendwie komplett was anderes. Und wir müssen jetzt hier versuchen, ja, wir sollten mit dem Messer nachstechen. Wenn wir kein Messer haben, was machen wir dann? Jetzt sind wir hier schon wieder, oder was? Oh nee. Tja, wir werden ein paar Wiederholungen machen hier, ja. Zeit für die Spezialwaffe. Leichter als das. Wenn man weiß, wie geht, ist ja alles ganz einfach, ne? Den lasse ich einfach. Durch die Tür. Jetzt geht das Kabel hier vorne. Wo geht es da lang? Kommen wir da hin? Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Hier ist doch die Tür zu. Der geht mir ja sowas von auf die Nerven, ey. Da brauchst du schon 9 Schuss nur für den hier, du. Schon der nächste. Der rampelt da rum.
Ah, ja. Das gibt's doch nicht hier. Hier ist aber auch nichts beleuchtet, ne? Ja, der nächsten da. Ja, der oben steht auch wieder auf, ey. Ey, ich. Gibt's hier mal ein paar Patronen irgendwo oder sowas? Ich hab die Tür geöffnet. Nachladen ist gut. Vor allem in so einer Situation, ja. Das glaube ich nicht, ey. Das glaube ich nicht. Ey, sag mal. Da noch. Blendgranat. Glaub ich ja nicht, ey. Alles knapp bemessen hier. Alles knapp bemessen. Der noch am Leben jetzt oder was? Ich sehe nichts mehr, ich sehe gar nichts. Jetzt hast du sie, hast aber null Munition wieder einstecken. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihm lassen. Was ist denn jetzt los? Keine Munition, kein grünes Kraut. Gar nichts. Hat
hartnäckiger Mistkerl, was? Jetzt passiert. Den hab ich schon mal so gar keinen Bock. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen, ey? Ist ja wohl ein Witz hier, oder? Kurz vor Schluss, wie immer. Kurz vor Schluss. Jetzt sag mir bloß nicht, wir fangen wieder an der Stelle an. Leute, hier muss man ja wirklich ständig überlegen, wie man hier... Aber das kriegen wir noch hin. Die Tür ist grün. Jetzt geht's an der Stelle weiter, das ist schon mal gut. Da ist sie ja. Ja, du hast sie noch gar nicht. Ja, auf. Denn jetzt hier los. Den Schalter kann ich gar nicht umlegen, oder was? Oh. Also irgendwie klappt das nicht so ganz hier, ne, heute. Aber wir müssen mal gucken. Ein paar Kopftreffer. Wie soll ich schon ein paar Kopftreffer machen? Den Tyrant, genau, so heißt er ja, Tyrant. Wie soll ich schon ein paar Kopftreffer machen, wenn das... Wenn der da überhaupt nicht... Geh doch. Ja, auf, drück doch. Glaube ich ja wohl nicht. Ja, und was mache ich jetzt hier?
Ja, das ist ja also. Das ist ja jetzt so eine Sache, die macht jetzt keinen Spaß mehr, ja, mit diesem Typ. Ich war ja froh, dass ich den losgeworden bin. Ich habe ja gedacht, jetzt lassen Sie sich mal was anderes einfallen, aber irgendwie. Ich muss diesen Tyrant betäuben, damit ich mal gucke, welche Tür ich da wieder öffne mit meiner elektronischen Pistole, ja. Das ist ja mega anstrengend. Und die Tür hier nicht irgendwo zumachen? Wo ist er denn jetzt? Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch einfach nicht! Was soll denn das jetzt hier, ey? Wenn sie nicht möchten, dass die Cops hier drin entweder sind. Ja, was für eine Nebenwaffe? Ich hab doch keine. Gar nichts. Der macht einen Schlag und ich bin weg. Ja, drückt doch jetzt aufs X hier. So, den müssen wir jetzt hier ein paar Mal treffen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das ist ein Schlag und ich bin weg. Mit nur einem Schlag. Da geht mir echt auf den Nerv, ey. Dieses schwarze Arschloch ist wieder da, ey. Ich weiß eigentlich genau, was ich zu tun habe, ja? Leute, das nervt mich hier an der Stelle wieder. Oh, es fass es nicht, ey. Leute, sagt doch mal ehrlich, das ist doch nicht, das ist doch nicht, das ist doch nicht fair, ey. Du hast 9 Patronen verballert. Das regt mich auf, echt. Ja, ihr mit euren Scheiß-Tipps, Waffen können auf anderen Plätzen, ich weiß das alles. Ist nicht zu glauben, ey.
Ich muss den 9-mal auf den Kopf treffen, oder was? Damit er sich mal eine Pause macht. Endlich, ey. Das jetzt nicht hinbekomme. Ja, wo ist das Kabel jetzt? Nee, oder? Das hätten wir auch mal erledigt. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe gar nichts. Verbrennungsanlage. Verletzt bin ich auch. Grüne Kräuter gibt es auch nicht. Brauchen wir hier auch so ein Ding wieder oder was? Ja, speichern, das ist eine gute Idee. Speichern, Leute. Wenn ich jetzt hier schon wieder auf die Zeit gucke, dann sehe ich schon wieder, dass wir schon eine ganze Weile mit dabei sind. Ja, ich denke, an dieser Stelle werden wir auch den Cut machen jetzt. Also, wie ihr gesehen habt, geht es ja hier richtig ab, ne? Und wie ihr gesehen habt, ist es auch gar nicht mal so einfach hier mit der Ada. Ja, weil wir schauen uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. In dieser Verbrennungsanlage. Also da werden wir auch beim nächsten Mal weitermachen. Bin jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen von diesem Tyrant genervt, dass der jetzt hier schon wieder aufgetaucht ist. Und ja, also es ist schon ein gutes Spiel, aber das jetzt hier mit diesem Tyrant und so, dieser Druck da, den man hat und jede Patrone muss sitzen, also man darf bloß nicht einmal daneben schießen, das ging mir dann schon wieder auf den Keks, ja. Vor allem, weil dieser Tyrant, das alles muss genau in Sekunden abgetimt sein, damit man dann auch wirklich Glück hat und da vorwärts kommt. Okay, Leute, wie gesagt, also, wir sehen uns dann beim nächsten Gameplay und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auf jeden Fall Daumen hoch da lassen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.